Wir sind auf dem Gamescom-Gelände und das ist schön hier. Mit mir dabei ist der Tobias und der Acel. Und wir reden heute darüber, was vor zwei Wochen besser, als ich noch nicht da war. Moin, Leute! Mit mir dabei bin ich selbst. Ja. Ja. Gut, wir kommen gerade aus dem Urlaub zurück. Ich würde sagen, das ist die größte Scheiße, die wir haben. Dann beenden wir die Folge jetzt. Mossi. Es wird auch nicht besser. Ja. Deswegen bleibt dran. Warte! Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, was abgeht gerade. Ich auch nicht. Du singst im Wäre. Alter. Wann war. Stell das aus! Okay. GEMA lässt grüßen. Das ist ja Fahrzeugmusik, die hat keine GEMA! Doch. Warte! Ich muss doch sauber machen! Warte! Werbefreundlich ist es eh schon nicht mehr! Zwei wegen Minuten mir. Später. Oh, der Sound jetzt. So, okay. War früher wirklich alles besser, ist heute das Thema. Gut. Diskutiert. Und dass du nie mehr auf deinen Tisch legst. Ja. Oder auf deine Zeitschrift oder was auch immer. Das weiß ich nicht. Alles klar. Ja gut, okay. Wo wollen wir anfangen? Alles klar. Dass wir Wanda rauswerfen. Ja. Okay. Ich denke mal, geht raus. Gut. Dann... Wir sehen uns. Ciao. Also früher waren die Rauskreuz-Folgen auf jeden Fall besser. Nein, die waren genauso scheiße wie immer. Ja gut, okay, wobei wollen wir anfangen? Also Von wann früher reden wir denn? So unsere Grundschulzeit? 1939. Da kann ich mich leider nicht so weit zurück erinnern. Ja, ich auch nicht. Waren was beste Jahre. Ja, das stimmt. Kann man die jedem Geschichtsbuch nachlesen. Reicht höchstens bis 2016. Hast du viel Alk getrunken vorher, oder wie? Ich trinke keinen Alkohol. Alkohol ist haram, du Sünder. Inshallah, Gott, der kippt sich dann wahrscheinlich tonnenweise. Ach so. Ja, aber okay. Guck mal, da haben wir ja schon den ersten Ansatzpunkt, ne? War Gott früher besser? Damals hat noch nicht die Islamisierung des Abendlandes begonnen. Pegida für alle Leute. Nicht so, der Rassist kommt jede Folge mindestens einmal raus. Ich sag's doch. Das ist phänomenal einfach nur. Ich kann das gut, ne? Also, das Erste, was mir zu früher war, alles besser einfällt, ist der Preis von Eis. Stimmt, früher hat es in der Eisziele, wo ich war, hat es nur 70 Cent die Kugel gekostet. Jetzt kostet immer 1 Euro. Er sagt 70! 50! 50! 50 war die gute Marke. Immer mit einer 50er hingegangen. Das ging. Manche, die billige Eisziele bei uns hat 40 gekostet. Heute eine Kugel. 1,20 Euro. Mhm. 1,20 Euro. Okay, das ist bei uns. Also, gut, bei den Großen ist das so schlimm, aber. Ja, das Problem ist. Normalerweise kriegt man eine Kugel Eis für 1 Euro. Das Problem ist, da musst du allerdings auch bedenken: Acel und ich, wir wohnen ja im Rhein-Main-Gebiet, ne? So. Offenbach-Mainz, das ist ja so, ne? Ich wohne nicht in Offenbach. Da ist es alles immer ein bisschen teurer. Aber 1 Euro ist immer noch teuer. Genau, finde ich auch. Mehr als das Doppelte ist der Eispreis gestiegen in, wann war das, 50 Cent? Ich würde mal sagen, 2007, vor 6 Jahren. So. 10, 15 Jahre? Ja. Hart. Mhm. Aber ich sag mal so, mein Penis. Ich weiß das natürlich nicht so genau, weil ich auch, weil das immer meine Eltern bezahlt haben und nicht ich. Ja. Verwöhntes Kind, Schnurrer. Ey. Kleiner Schnorrer war er.
Ja, heute muss man das sich ja dann alles selbst kaufen. Früher hat man das von seinen Eltern bezahlt bekommen. Also, so, wenn man, früher wenn man, war alles besser. Wenn man lieb war, ne? Also, ich sag mal so, heutzutage hat man... ja, deswegen hast du kein Eis von deinen Eltern bekommen. Nee, ich hab damals schon Geld. Ich will einfach nur kein Schnorrer, ich bin einfach ein liebes Kind gewesen. Viel länger, als du denkst. Und ich hab auch schon viel mehr Jobs gemacht, die keiner machen würde. Aisel hat einfach nur damals Vanillesoße von seinen Eltern bekommen. Schwulen Pornodarsteller. Ja, das ist er. Da, drei Ansätze hast du dafür gegeben. Ich bin enttäuscht. Dabei ist das ja eigentlich seine eigene Berufsbezeichnung. So, also, Eis war früher besser. Was war früher noch besser? Früher war es einfach geil. Weißt du, du bist, du hast bis zur sechsten Stunde Schule gehabt, ne? Maximum. Bist dann nach Hause gegangen, hast dann Fernseher angeschaltet und hast dann auf Bukito Animes geguckt und später eine Takeshis Castle. Bukito, ich kenne nur Bukake. Alter. Und mit dem müssen wir arbeiten, du Show. Also. Und ich kann auch direkt dein, also ich weiß nicht, ob ich deine Zuschauer auch direkt mit ansprechen möchte, weil deine, ich weiß nicht, wir sehen das sowieso erst in einem halben Jahr. Das stimmt. Vielleicht sind es dann zwischen 600. Ja. Ja, früher war das auch besser. Da hatte ich noch mehr. Weißt du? Ne? Was? Früher war besser, weil da hatte ich noch mehr. Ja. Noch mehr Alkohol oder wie? Auch. Und du redest von 5 Minuten. Auch, ja. Ich hatte ja auch vorhin Urlaub. Ja, ja. Das ist ja auch das Gute. Und eben da müssen wir drüber reden, ne? Aisel ist ja ein faules Stück Kot. Ja. Ganze Zeit nur zu Hause. Ja. Früher war er nur zu Hause, jetzt ist er nur zu Hause. Ja. Deswegen. Das ist das Haus. Und, aber da, wiederum ist es auch früher besser gewesen, weil da war Aisel nicht bei den Aufnahmen dabei. Ja. Du aber auch nicht. Ich war bei jeder Ausfahrt dabei. Der ist nur 2 Stunden zu früh gewesen. Ja, genau. Richtig. Und weil wir dann nicht gekommen sind, ist er wieder gegangen nach 2 Stunden. Ja. Ja. Alter. So, Kino war früher besser. Wieso war Kino früher? Billiger. Ach, ich zahle 6 € für ein Kinoticket. Das ist immer noch günstig. Ein 3D-Film 13 Euro. Ein Kinoticket 6 Euro. Alter. Ja, nur vom Kernbehinderten umgeben, ey. Phänomenal. Guckst gerade in den Spiegel, oder? Ja, würde ich sagen. Ja, deswegen sag ich vom Kernbehinderten umgeben. Ich bin im Spiegelraum. Im Spiegelkabinett, das ist doch dein Zimmer. Ja. Wir wissen ja auch, dass der hat ja so ein Spiegel. Also auf der einen Seite sehe ich David Beckham, auf der anderen Seite Cristiano Ronaldo. Boah, ungefähr. Die Niveau ist wieder gestiegen. Ja. Ich wollte das halt zur Auflockerung reinbringen. Ja. So, aber generell hat so Thema. Generell so zum, ja, ich wollte zum Thema sagen, generell hatte man halt einfach viel weniger Sorgen. Ne? Ich meine, heute macht man sich Sorgen über Sachen, über die man sich halt früher keine Sorgen gemacht hat. Ja, ne? Früher war es wichtig, was als nächstes bei Pokémon passiert ist. Oder keine Ahnung, was für Serien man geguckt hat damals. Aber auch nicht so sagen. Früher hat man sich darüber gesorgt, ob wir den Krieg gewinnen. Also. Ich glaube, zu meiner Zeit war das nicht. Ich auch. Also ich glaube nicht, dass du auch 40 Jahre alt oder so bist. Und das wie vorhin gesagt, wann war das beste Jahre, kann man in fast jedem Geschichtsbuch nachlesen. Ja, ja, ich bin reinkarniert worden. Das ist mein Skill. 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 Ja. Gut. Lecker. Dann haben wir das. Weißt du, wo du gerade von lecker redest? Weißt du, was früher besser war? Hieß Capri Sun, hieß noch Capri Sonne. Oh ja. Jetzt ganz haben ehrlich, die diese Amerikanisierung des deutschen Abendlandes eingebracht. Was ist das denn? Also ich glaube nicht, dass Capri Sonne original aus Deutschland ist, aber trotzdem finde ich das total behindert, dass man das... Ich meine, jeder kennt das als Capri-Sonne. Ja. Warum umändern in Capri-Sun? Ja, Capri-Sun ist halt so ein richtig behinderter Name.
Das war eine dumme Entscheidung. Ja, ist es auch. Apropos Capri-Sonne. Ist übrigens deutsch. Julians Blog. Ach Gott. War früher besser. Oh ja, da war das JBB noch nicht kaputt. Alter. Da war sein Kanal noch vernünftig. Da hat er wenigstens noch die Leute normal angesprochen mit Hurensöhne. Weißt du? Da war der Humor auch noch vernünftig, indem er sich irgendwie... Manchmal geht er normalerweise auf der Straße, wenn er so eine alte... Also, Hurensohn, aber geht ab! Ja. Stinkst doch scheiße. Ey, du Hurensohn, soll ich dir über die Straße helfen? Ja. Ja, auf jeden Fall. Das war Wanwa. Ja. Stream ich gerade? Machst du das sehen? Ach ja. Nicht. So, was gab's denn noch, was früher besser war? Was war denn früher besser? Dass es früher also noch keine kleinen Huren gab. YouTube Deutschland. Obwohl, ist heute auch nicht schlecht, aber früher war es besser. Früher war es halt einfacher für kleinere YouTuber aufzufallen. Ne? Das, weil YouTube das hat stimmt. Mein allererster YouTube-Kanal ist ja 2009 erstellt worden. Ne? Und da war das halt auch so, ich habe Stop-Motion-Animationen gemacht zu dem Zeitpunkt. Und mit Lego selbst, so wie ich? Nee, nicht Lego, ich hatte MicroStars, hatte ich gehabt. Das war so Fußballfiguren und da habe ich so Spiele simuliert, so. Stop-Motion. total kernbehindert, ne? Aber das hat trotzdem immer noch irgendwie so um die 500, 600 Klicks bekommen. Ne? Ja. Und das war halt schon nice. Das ist halt... Ja. Die ganzen YouTuber früher waren auch, die hatten keinen Bock, weil es jetzt so viel um Geld geht. Ja, das stimmt. Das gab's früher nicht. Früher haben die einfach noch das gemacht, was die auch wirklich spielen. Ja, wobei, man kann ja auch nicht sagen, so pauschal so, ja, jetzt, weil die YouTuber dadurch Geld verdienen, ist das schlecht, weil ich meine, viele YouTuber benutzen das Geld, um ihren Content auch zu verbessern. Ich meine. Aber die wenigsten. Ja, klar, ich spreche nicht von allen. Ne? Ich meine, ich fand es früher auch besser, als zum Beispiel der Hardy noch bei Pizmeet war. Aber ich meine, es ist jetzt nicht so, dass Pizmeet jetzt komplett scheiße geworden ist. Es ist halt einfach nur ja, so. Ja, aber das war halt schon immer scheiße. Nee, das sehe ich nicht so. Ich persönlich mag das Pizmeet. YouTube-Umfeld ist halt Kommerz und instrumentalisiert worden. Jam Let's Play war zum Beispiel früher besser. Jam Let's Play ist schon immer ein Hurensohn gewesen. Wir wissen ja, dass ich muss sagen, ich gucke mir hin und wieder ganz gerne so alte Plays von YouTubern an, so keine Ahnung. Mr. Van Bell zum Beispiel. Nee, den Hurensohn gucke ich nicht. Achso. Von German Let's Play, Pizmeet und ne, Emero, boah. Ich meine, das passt ja gerade zu dem Thema, zu dem, was jetzt aktuell vor euch passiert ist. Also die meisten werden wahrscheinlich gerade aus Köln zurück sein, von der Gamescom. Ne? Ich habe letztes Jahr Emero bei der Gamescom getroffen. Klick-Thema. Ich dachte, das, was letztens passiert ist, war Weihnachten. Ich wünsche euch noch nachträglich frohe Weihnachten, alle. Bei Wanwa schon. Bei Wanwa passt das. Ich glaube, da ist es eher Ostern. Und ich bin schon arbeitslos und lebe unter der Brücke, wenn das kommt. Ich dachte, das wäre schon heute der Fall. Oh Mann. Ich kann dabei nur den Kopf schütteln. Ja, nee, aber das ist tatsächlich so. Also einfach nur wegen dem Nostalgie-Feeling gucke ich mir tatsächlich so alte Videos an. Ich meine, ich gucke mir auch sehr gerne also ich meine, wie häufig habe ich zum Beispiel schon Zurück in die Zukunft geguckt oder so. Also, ich meine, das ist bis heute für mich einer der besten Filme, die es jemals gab. Filmreihen, die es gab. Ja. Ich finde aber, Filme waren damals nicht besser. Allein wegen den Effekten. Ja, bei Filmen hat sich nicht so viel geändert, finde ich. Es gibt heute auch noch gute Filme. Ja, Tobias Lieblingsfilm ist hier The Emoji Movie. Ach so. Ich habe nicht mal mitbekommen, dass sowas rausgekommen ist.
Der kam letztens erst raus. Dass ich Donald Trump der Film anscheinend gefallen hat. Ja, nee, der ist irgendwie, hat die schlechteste Bewertung auf so ziemlich jeder Filmplattform. Aber die Lufthansa hat da viel Geld reingesteckt, weiß ich. Was? Und wir sollen nicht, was die damit zu tun haben. Ja, Werbung halt. Das war auch früher besser. Früher gab es noch die LTU. Kennt ihr die LTU noch? Nein. Nein. Was soll die LTU gewesen sein? Das war eine Fluggesellschaft. Die war wie Lufthansa, also nur günstig und gut. Und also die gibt es heute wahrscheinlich, weil die... Ryanair. Ja, ich bin jetzt sowieso in meinem Leben noch nicht so häufig geflogen. Ich glaube, 2 oder 3 Mal. Ich bin noch nie geflogen. Alter, ich habe schon Flugstatus. Ja, okay. Der fliegt einfach mit seinen Gänsenfreunden. Dann chillt er sich auf den nächsten Teich und wartet dann, dass da irgendwelche Passanten dann Brett abgeben. Scheiße. Ich wollte gerade irgendwas anmerken, aber ich weiß nicht mehr was. Scheiße. Mach das einfach. Inzest war früher erlaubt, war besser, oder nicht? Stimmt, da hast du recht. Alter Vater. Und Alter, damals musste die Frau ja noch den Mann fragen, ob die arbeiten gehen darf, durfte oder ein Bankkonto eröffnen durfte. Ja, das hast du noch in deiner Kindheit erlebt, ne? Ja. Der hat doch schon 20 Kinder. Damals durfte man Kindern in der Schule auch auf die Finger schlagen. Ja. War auch besser. Darf man heute auch, aber ist verboten. Darf man, aber ist verboten. Deine Schnauze. Das durfte man damals auch, ist aber verboten. Scheiße, Alter. Bitte lösch dich. Alter. So langsam kommt mir das vor, dass Behindertsein mehr alles von dem Projekt in Überhand nimmt, als irgendwie über was zu diskutieren. Deswegen ist Wanwa wahrscheinlich auch dabei bei diesem Projekt. Das glaube ich auch so langsam. Ich meine, wir versuchen ja teilweise irgendwie so auf das Thema einzugehen, aber heißt so raus. Ich versuche das auch, aber... Ach so. Ey, wie denn dir durchgehend diese Vorlagen... Ja. Ja, früher darf man heute auch, ist aber von. Gute Vorlage, die ich dafür gegeben habe, oder nicht? Ja, echt, ey. Ja, Tobias, was bist du? Ja, was machst du für eine Scheiße? Ja. Tobias Elisabeth. Was war denn früher noch besser? Aber ich meine, es ist ja nicht so, früher war alles besser, sondern war früher wirklich alles besser. Es gibt ja heutzutage bestimmt auch Sachen, Smartphones, ne? Oder generell besseres Internet, so, dass jeder überall erreichbar ist eigentlich. Ja, das ist nicht unser Problem. Ja, aber das ist heute immer noch nicht besser. Also stimmt das nicht, der Punkt. Wenn man das Ganze verallgemeinert, ist es schon besser. Ja, früher hatte man irgendwie... Weil man irgendwie mit einer 1K-Leitung dachte man sich so, ey, ich bin der Megabub. Und heute ist so eine 1K-Leitung, da lacht man drüber. Ja, wann war es 6K? Das ist ein Witz der Internetgesellschaft. Ja. Zwergnase, Alter. Ich hatte einen Kumpel, der hatte, also in seiner alten Wohnung, hatte eine 1/2K-Verbindung. Und das nice. War, der hat noch bis vorletztes Jahr dort gewohnt. Ein 1/2K, nice. Ja. Das war immer richtig geil, weil man hat den immer so. So ungefähr die ganze Zeit. Der hatte dauerhaft einen 1000er-Ping. Und ja. So, wie das waren wir, wenn du vor ihm stehst. Ja. Aber ich habe eigentlich immer 3Ks. Alter.
Scheiße. War das früher besser? Ja, damals hat meine so Jori. Keine Rechte hatten. Alter Vater! War es besser oder war es nicht besser? Ich kann mir schon genau vorstellen, wie dein Thumbnail aussehen wird. Hä? So mit Nazi-Flaggen und KKK-Menschen so. War früher wirklich alles besser? Alter, das kann ich. Scheiße, das, Alter. Das kann ich nicht bringen. meinst du, das wird getaggt als nicht familienfreundlich? Also das sehe ich jetzt nicht als Problem. Also, weil ich mein, wir sowieso alles so getaggt. Es ist ja, ja politische dann, Bildung. Ja, genau. Ja, und damals ist es verboten, also heute ist darf man das, aber es ist verboten. Früher gab es Hitler, war da alles besser. Oh, also, Alter, jetzt geht's wieder. Das Niveau, tschüss, ist unten bei China wieder angekommen. Ich stell doch nur alles in Frage, was ja. Da so stimmt. Also, ich weiß ja nicht, ob das eine Fragestellung ist. Wenn das eine gute Frage wäre, ne, dann hätte ich jetzt gesagt, ja, gut, ne. Aber, ja, Hitler war damals, er existierte damals. War das besser? Du willst uns nur nicht deine wahren Gedanken preisgeben. Lass es ruhig zugeben. Ja, Inflation, bei Weltkrieg, alle hassen hat er einen. Er schon nicht geantwortet. Yo. Und bei Hitler antwortet er auch nicht. Komisch. Ja, Inflation und Weltkrieg und alle hassen einen ist bestimmt super. Aber Franzosen hasst auch jeder. Ja. Ja, schön, dass ich kein Franzose bin, ne? Hurensohn, ey. Da ist er schon wieder, Alter. Der stinkt so krass nach Maggi. Also könnt ihr in den Kommentaren schreiben, Hashtag Acel riecht nach Maggi. Also auf seinem letzten Foto von seinem Zimmer habe ich noch eine Flagge aus Frankreich gesehen, wo Vive la France. Ja, weil ich dir so Fotos von meinem Zimmer, von mir und meinem Zimmer sende. Regelmäßig. Das hast du gesagt. So im 5-Minuten-Takt. Da haben wir. Also, du hast jetzt mittlerweile, keine Ahnung, 4 neue Nachrichten. So 4 Bilder, also, ne? Ich bin ja auch heiß begehrt. Und komm auf meinem weißen Pferd. Nenn mich Scheisenberg. Also, ich komm nur. Okay, ich bin heute raus. Also, früher. Ja. Ich habe eigentlich gedacht, da kommt noch was. Ja, ich dachte, also früher. Wir müssen darüber sprechen. Also, ihr müsst darüber sprechen. Also, und ich rendere das in einem halben Jahr. Ja, das stimmt. Die Schulbildung im Vergleich zu früher. Genau. Ist die heute besser? Ich würde sagen, nein. Nein. Kommt drauf an, G8 oder G9? Oder was genau meinst du? Allgemein. G8, früher G8. Hat nicht jeder Hurensohn Abitur bekommen. Guck dir das heute an. Evelyn Budecki, Miguel Pablo, die haben alle Abitur. Miguel Pablo hat die Schule abgebrochen. Ja, aber er hätte Abitur bekommen. Das sind, gelernt. Das sind dumme Wichser. Wie kriegen die Abitur heutzutage? Früher war das schwierig. Ja, das stimmt allerdings. Also Abitur bekommt man teilweise richtig hinterhergeworfen. Mhm. Selbst ich habe ein Abitur, ne? Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Selbst ich habe den angeblich höchsten Bildungsgrad in Deutschland erreicht. Ja, ich! Ja. Das geht nicht. Das siehst du manchmal in der Uni. Ich mache ja manchmal so, nicht Vorlesungen, aber ich mache so diese Kurse für Erstsemester bei uns in Chemie, ne? Da, wo wir quasi die Übungsaufgaben, und dann sind da Leute, das sind so dumme Spasten, da verstehst du nicht, wie die leben können, und die haben Abitur. Meine Güte, die haben Abitur mit einem mittlerweile Schnitt, der über 2,5 sein muss. Alter, wie geht das? Wie funktioniert das? Also, abgesehen vom Abitur, das komplette Schulsystem, sagen wir mal Grundschule, Hauptschule, Realschule, ist ja heutzutage einfach nur noch veraltet, finde ich. Also, und da ändert sich auch nichts dran.
Die Sache ist, was wäre denn bessere, deiner Meinung nach ein besseres Schulsystem? Also wie sollte es deiner Meinung nach aussehen? Eine allgemeine Schule oder wie meinst du das? Nee, nicht das Schulsystem an sich, sondern das, was zum Lernen gegeben wird, was einem beigebracht wird. Naja, es geht eigentlich. Also bei mir zumindest, auf jeden Fall im Abitur, da wurden mit modernen Techniken unterrichtet. Also hauptsächlich Whiteboard und Computer, aber naja, man versteht den Punkt ungefähr. Ja, aber der Inhalt von dem, was unterrichtet wird. Ja, was willst du an Mathe denn weiter erweitern? Dir wird zum Beispiel nicht richtig beigebracht, was du schon früher brauchst, wie man mit Geld umgeht. Das wurde einem in der Schule nicht beigebracht. Und ich finde, das sollte man beigebracht bekommen. Ja, aber das ist doch ein anderes Thema. Ich finde, das hat aber auch was mit dem Schulsystem zu tun. Ja, schon, das stimmt wohl. Und ja, das ist halt so eine Sache, wie das ist halt auch so eine Sache, das kannst du nicht wirklich allgemein unterrichten, finde ich ja zum Beispiel. Also du kannst natürlich irgendwie so sagen, ja, so machst du die Steuern und so weiter, aber... Ja, aber das der wäre Lehrplan einfach nur ist ja noch derselbe wie von 1900, was weiß ich. Nur vielleicht mit neueren Aufgabenbüchern. Aber im Prinzip bekommst du genau dasselbe mit. In Physik hast du dann die Textaufgabe. Tommy hat einen Fidget Spinner. Er spinnt ihn 5-mal. Berechne die Geschwindigkeit. Es gibt wirklich in manchen Schulen, ich habe ein Foto auf Twitter gesehen gehabt, war es glaube ich, wo Bibi oder Dagi was in der Schulaufgabe erwähnt wurde. Lol. Auch Alter, gut. Das ist echt schrecklich. Widerlich einfach nur. Okay, damit lasse ich Schule abgehakt als früher. Ja, gut. Also, ja gut. Ja, nee, lassen wir das abgehakt. Also, du bist der Meinung, die Schule sollte sich mal ein bisschen der Zeit anpassen. Ja. Scheiße, jetzt haben wir gerade deine dritte Folge in meiner Folge. Was? Alles gut, redet weiter. Ich schüttel mal nur den Kopf. Was gibt's denn noch? Was gibt's denn noch? Früher war ich in einem Fußballverein, das war ganz cool. Wow. Das ist ja toll. Heutzutage kickere ich nur einfach mal mit Freunden, was ich eigentlich besser finde. Machen die mal bei dir Arschbolzen. What the fuck? Was ist denn Arschbolzen? Alter, du hattest echt keine Kindheit. Ich kenne nur. Du bist ja noch ein Kind, also dann passt es ja. Ich kenne nur Arsch schießen, so. Ja, anderes Wort für Schießen ist Bolzen, Mann. Also, dass man sich einfach Tor hinstellt und in den Arsch geschossen wird. Ja, also ich kenne nur Analverkehr als diese Bezeichnung. Mann, man macht den Mund auf und weiß schon, da kommt nur Scheiße raus. Und das, obwohl wir gerade von Analverkehr reden, finde ich gut. Alter Vater. Ja, nee, damals war es halt so, ich habe da, glaube ich, schon mal von erzählt, mein Fußballverein war so ziemlich der schlechteste in der Liga. Aber alle hielten sich für die Superstars, die nächsten Ronaldinhos und David Beckhams und hast du nicht gesehen. Und die waren halt immer so, wenn sie halt irgendwie ein Tor geschossen haben, also unsere Spiele gingen dann irgendwie so 1-8 aus, ne? Ja, aber wenn sie derjenige waren, der das eine Tor geschossen hat, boah, bin ich King, ich bin voll geil, ich hab das Tor geschossen. Hast du gesehen, wie geil ich das Tor geschossen habe? Aber Esel ist doch der eigentlich, King. Eigentlich hätte er in der Abwehr stehen müssen und die Bälle abfangen müssen. Nee. Er muss unbedingt vorne stehen. Ja, das war eine Hölle als Torwart. Alter. Normal. Ja. Wenn also, Spiel, was gut läuft, ist, dann kann man auch mal die Verteidigung nach vorne schicken. Ja, klar, wenn ein Spiel gut läuft. Wenn man aber irgendwie 4-0 hinten steht, dann läuft das Spiel nicht gut. Die Sache war, in unserem Team war nur einer in der eigenen Hälfte. Und das war der Torwart. Und das war ich. So, und dann kommen die halt irgendwie so mit 4-5 Leuten an, die denken sich so, ach, der Torwart hat das ja schon, bleiben wir mal in der Hälfte stehen, ne? So, dann kommen die mit 4-5 Leuten angerannt, damals gab es kein Abseits, also zumindest in der E-Jugend gab es kein Abseits,
und konnten sich die ganze Zeit den Ball dazu spielen, ja? Und dass ihr von den 5000 Bällen, die ich pro Spiel bekommen habe, dass ich da nur 8 reingelassen habe, ist ein Wunder. Ne? Ich bin kein guter Torwart, ne? Aber trotzdem, das war. Das habe ich mir schon gedacht. Das war eine Zumutung einfach nur. Du hast wirklich, pro Spiel hatte ich irgendwie so mindestens 20 Torschüsse bekommen. Also war Fußball früher schlechter als heute bei dir. Ja, es war einfach wegen dem Regelwerk, wegen der Abseitsgabe. Wäre es kein. Ich meine, du musst dir vor. Du hast 3 oder 4 Leute vor dir stehen. Die können dir die ganze Zeit den Ball aneinander zuspielen. Du musst versuchen, irgendwie den Raum enger zu machen, als Torwart, alleine. Du musst aber währenddessen zusätzlich darauf achten, dass dein Tor nicht leer steht. Ne? Ja, das ist schwierig. Also aufeinander um. Ja, genau. Und dann kriegst du auch bestimmt, das werden die Trainer auch zulassen. Hier, 11 Meter zu kriegen, anstatt dass 5 Ja, aber ich sag mal so, das kannst du vielleicht einmal machen. Beim zweiten Mal fliegst du vom Platz. Ja, so. Scheißegal, dann geht jemand anderes ins Tor. Dann musst du dir das nicht mehr antun. Ja, hätte ich eigentlich mal machen sollen, weil ja. Das war dann immer so, also wie gesagt, ne, unsere Spiele liefen nie gut. Ne? Wir haben dann irgendwie ein Tor geschossen und irgendwie so 10 reinbekommen. Und dann wurde immer ich angeflamed von meinem Team. Aber dann wenigstens hat dann der Trainer gesagt, ey, wäre er nicht gewesen, hätten wir im dreistelligen Bereich verloren. Also das war gut. Also mein Trainer hat mich zu schätzen gewusst. Trainers Liebling. Ich war halt wir waren alle scheiße, ne? Ich war der Einzige, der wusste, dass er scheiße war. So. Alle anderen, oh, ich bin der nächste Ronaldinho. Vor allem das Geile war, die haben dann irgendwann kam halt so der Punkt, so das war so zwischen D-Jugend und C-Jugend. Da haben sie gesagt, boah, keine Lust mehr auf den Verein. Ich gehe zum Bünder SV. Das war in unserer Liga der erste, also hier immer immer auf Platz 1 in der Liga. Ja, geh einfach zu dem Verein, na, da schieße ich meine Tore. Und da sind dann tatsächlich welche da hingegangen und waren immer nur bang, wenn sie Glück hatten. Meistens wurden sie gar nicht zu den Spielen eingeladen. Ja. So, voll. Und dann denk ich mir auch so, ja, ne? Ja, wenn man zackt, ne? Zack, die Bohne. Ja, aber das Problem war halt, dass sich, weil halt so viele das gesagt haben, hat sich dann der Verein aufgelöst, weil wir halt nicht mehr genug waren, um halt eine ganze Mannschaft zu haben. Naja. Okay. Schöne Geschichte aus deiner Jugend. Mhm. Ja. Jugendfußball ist manchmal die Hölle. Eisel. Ja. Ich habe eine Sache, da wirst du mir zustimmen, was früher auch besser war. Damals? Affen-Dots-Videos. Jawoll! Jawoll, genau das wollte ich ansprechen. Was? Du bist ein Gott. Du bist ein Gott. Das weißt du gerade, ne? Oh, ich Drachenlords-Videos. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Das stimmt, aber die waren ja. Besser. Ich atme einfach ein paar Mal ganz tief ein und aus, okay? Okay, mach. Und schüttel währenddessen auch noch hin und wieder meinen Kopf, okay? Ja, okay. So. Mel, Leute. Ja. Paar Mal ist aber 2 Mal, du hast nur 1 Mal gemacht. Passt schon. Ja, aber wirklich, das war echt besser. Könnt ihr es dann wenigstens begründen, warum es besser war? Ja. Weil ich habe Drachenlord nie wirklich verfolgt. Weil er sich da noch Mühe gegeben hat. Und jetzt nicht so wie heute, wie ein fetter Schimmelberg auf seiner vergammelten Drecks-Couch sitzt. Ja, Drache auf Radl, sage ich nur. Ja, oder, das war Highlife. Wie hieß es? Let's Lauf oder so? Nee, Drache läuft. Drache läuft, ja. Die Vlogs draußen oder wenigstens auf dem Balkon. Frag ja, Drache. Ich hab das nie verfolgt, den Typen. Der Vlog, wo er Basketball gespielt hat. Boah, oldschool. Alter. Da war noch Mühe. Mhm. Heute nicht, heute ist er nur noch ein Blob. Ja, das stimmt. Generell wäre das vielleicht mal ein interessantes Thema, was man als Rausgerutzt-Thema machen könnte, Drachenlord. Aber du kannst ja nicht mitreden.
Ich kann wohl ein bisschen mitreden. Ich habe ja nichts von ihm mitbekommen. So. Also ich bist wohl du so der Zuschauer, der neutral zu ihm steht. Also ich weiß wohl von der einen oder anderen dummen Aktion, die er gemacht hat. Ich glaube, er ist ein oder andere von 100. Ich denke, er ist Hardy. Oh, my honey. Können wir die Folge beenden? Ich habe jetzt keine Lust mehr, mit Vanwa in einem Discord-Server zu sein. Da fühlt man sich ekelhaft danach, ne? Ich muss unter die Tür. Ich werde niemals sauber. Niemals sauber. Sitze ich dann in der Ecke und bin da rumschaukeln. Aber ich finde es gut, dass ich mit Ace direkt auf einen Nenner wieder am Ende kam. Das ist perfekt. Ja, habt ihr denn noch irgendwas, was ihr denkt, was früher besser war als heute? Vielleicht mal so ganz reingeworfen. Waren Videospiele früher besser als heute? Nö. Ich würde sagen, gleich. Nee, die der Sache... Zeit, wie, was damals möglich war, und zu der Zeit heute würde ich es auf gleicher Ebene bezeichnen. Die Sache ist, ich sag mal so, man hat ja immer noch diese so wenigstens dunkel in Erinnerung, weil er erstmal, keine Ahnung, Gameboy gestartet hat oder die Play-Z oder was auch immer und dann das erste Mal Videospiel gespielt hat. Man war so geflasht einfach nur und heute ist das irgendwie so, ich weiß nicht. Also, jetzt bist du ja dran gewöhnt. Das ist genauso wie wenn du zu einem Restaurant gehst, was da ist, zum ersten Mal und das schmeckt einfach übertrieben geil und du gehst da jetzt jede Woche deswegen noch mal einmal hin. Irgendwann hast du nicht mehr dieses übertrieben geile Gefühl. Ja, stimmt wohl. Das ist genauso wie wenn du jetzt immer neu die Konsole startest. Ja, stimmt wohl. Und aber das die, ist ja täglich so, kann man sagen. Dieses Gefühl, das finde ich eigentlich schade. Also gut, das ist natürlich, da kann man auch sagen, so ja, dann zock halt nicht so viel, dann hast du dieses Gefühl vielleicht eher oder länger. Aber so dieses Gefühl, das erste Mal irgendwie den Gameboy in der Hand gehabt und dann Pokémon blaue Edition, dann das Shiggy ausgesucht und dabei konntest du nicht mal wirklich lesen. Weil ich hatte meinen Gameboy erst, als ich 5 Jahre alt war, bekommen. Alter, schon mit 5 Jahren süchtig. Ja. Ich habe das Spiel auch irgendwie geschafft, ohne wirklich lesen zu können, weil ich ja meinen Vater oder meine Mutter neben mir gehabt, die das für mich gelesen haben. Oder ist aber Opa. Auch so, kann man im Prinzip sagen, wenn ein Spiel rauskommt, auf das du schon lange gewartet hast, dann hast du dieses Gefühl ja auch. Wie bei mir, als ich halt die neue Digimon World Version für PS4 bekommen habe. Dieser Nostalgieschub ist einfach direkt in mein Herz geflossen wieder. Ja, da kann man direkt so, wenn man so über Nostalgie redet, so über Reworks und so weiter. Ich meine, jetzt vor kurzem kam ja das Crash Bandicoot. Crash Bandicoot kam ja irgendwie so, die Trilogie kam ja als Neuverfassung auf der PS4 raus. Da, also ich muss sagen, ich habe richtig Bock, ich würde das richtig gerne zocken. Nur das Problem ist, ohne PS4 geht das nicht. Sad. Sad life. Oh, aber ich habe auch zum Beispiel familiar places. aber ich hatte auch zum Beispiel Bock auf die Super Nintendo Mini, die demnächst rauskommt. Also richtig geil überall ausverkauft. Ja, die ist zwar auch, also ich sag mal so, ich hoffe einfach mal, dass irgendwann... Kauft ihr das nicht? Wieso? Weil genau dasselbe habe ich mir erst auch gedacht, dass ich mir das hole. Dann habe ich mich aber schlau gemacht und werde mir jetzt demnächst ein... Scheiße, wie heißt das nochmal? Strawberry Pie? Raspberry Pie. Raspberry Pie 3 holen. Und damit kannst du genau... Ja, das habe ich auch gesehen. Also ich habe das mal mir mal auch so ein Raspberry Pi mal mitgenommen zur Arbeit. Damit würde ich mich auch ganz gerne beschäftigen, aber man muss halt irgendwie so ein bisschen sich damit auskennen mit Raspberry Pi. Ich habe so ein das Ding hier stehen. Das ist richtig einfach, eine Konsole damit zu bauen. Das werde ich nämlich demnächst machen, sobald es in meinem Zimmer weitergeht. Ja, also ich habe so ein Ding hier. Dann werde ich mir nämlich Raspberry Pi zulegen und mir damit eine Emulator-Konsole bauen. Ja, das ist ja das Gute an Raspberry Pi, das ist ja, für die Schule mal recherchieren musste, das ist ja
extra so günstig gemacht, damit sich halt so Schüler und Auszubildende sich das mal leisten können, mal auf solchen Platten sowas also so mit. Das ist ja ein Spielzeug im Prinzip, kann man das sagen. Das ist ein Computer. Ja. Ja, das ist ein Minicomputer. Damit kannst du halt viel machen, deswegen. Ja, ich nutze den halt immer zum Hochladen von Videos. Geht auch. Ja, ich habe das Ding nur an, das ist 24 Stunden an und lädt die Videos hoch, wenn ich auf Arbeit oder Uni oder keine Ahnung wo bin. Ja, aber damit kann man auch, also generell sind so, dadurch, dass das ja auch alles Open Source ist, kann man so sich halt Inspiration von anderen Leuten holen oder einfach direkt kopieren, ne, wenn man. Ja. Ist halt viel möglich mit so einem Raspberry Pi, deswegen sage ich hier an jeden, kauft euch nicht diesen verkackten Mini-SNES. Und wenn ihr den auf eBay jetzt für 160 Euro seht und den kauft, seid ihr die behindertsten Missgeburten der Welt. 160 das Euro stimmt. Vor allem. Ich meine, kostet nicht irgendwie so um die 80? Die sind alle ausverkauft. Ja, weil die halt so rar sind. Jetzt deswegen für so viel Geld verkauft. Ja, für 160 würde ich mir auch nicht kaufen, ehrlich gesagt. Das ist halt würde ich mir eher eine Super Nintendo mit den Spielen will davon. Ja, ich kaufe mir jetzt auch nochmal eine N64. Boah, darauf hätte ich auch voll Bock. Pikachu eine N64. Sogar. Oder eine Playstation. Ganz ehrlich, ich war vor einem Monat oder so, war ich richtig am überlegen, ob ich mir irgendwie so eine PS2 hole mit Spyro, Crash Bandicoot und all den Spielen, die ich halt damals richtig gesuchtet habe. Gut, dass ich noch eine PS2 habe. Ja, die haben wir leider verkauft. PS2 sehe ich als nicht so rar. Als wir umgezogen. Ist doch nicht mehr so teuer. Eine N64 kostet auch knapp 60 Euro. Ja. Oh, echt? Oh, da muss ich, glaube ich, nochmal gucken. Ich habe sowieso einige Spieleklassiker, die ich halt noch nie gespielt habe. So. Ja, okay, aber ich glaube, darüber kann man eventuell auch mal bei einem anderen Mal darüber reden. Wir schweifen wieder zu sehr ab. Ja, wieso? Es war immer noch so, früher war alles besser. Oh ja, ich habe voll Bock, mal einen Nostalgie-Faktor zu haben. Ja, es reicht jetzt, Okay, jetzt halt dein Maul. Jetzt mach, keine Ahnung. Jetzt halt doch bitte kurz die Fresse, danke. Ist schon Zeit für die Abmoderation oder ist doch irgendwie so ein Thema, was unbedingt. Eine Sache habe ich noch. Okay. Wenn jetzt wieder Drachenlord oder sowas kommt, dann hau ich dich. Früher waren alle kleinen Kinder keine, sagen wir, weibliche, kleine Huren. Nicht so wie heutzutage. Und sie hatten Respekt. Und Kinder hatten Respekt früher, vor Älteren. Ja, wobei, also ich, meine Nachbarn, ne, das weiß ich, die waren immer sehr, sehr frech zu den Lehrern unter anderem auch. Und der Lehrer ist Abschaum. Ja, oder generell, also nicht nur Lehrern, sondern also die haben immer so Streiche gespielt und waren auch immer frech und haben, ja, also Respekt konnte man nicht sagen, dass sie hatten. Heute ist das halt einfach so, dass das halt viel mehr auffällt, weil es halt das Internet gibt, weil viele Kinder sich halt hinter dem Internet verstecken können und halt einen auf dicken Macker machen können, während sie halt selbst drei Haare auf den Sack haben. Alter, da muss... Ich habe ja gestern gestreamt, ne? Was? Und... Da kam ein Typ in meinen Stream, das Kind, Acel. Ah, dein Sohn! Und der hat dann, das war nicht der Sohn direkt, das war der Freund von dem Sohn. Ah, okay. Und der kam und hat geschrieben, ja, auf YouTube, schreibt dir immer so ein Typ und du antwortest ihm nicht. Das macht ihn voll traurig. Ich musste ein bisschen lachen. Ja, jetzt kannst du wieder weiter, ich wollte das nur einbringen gerade. Okay. Mir geht's hauptsächlich darum, dass heutzutage im Vergleich zu früher den Jungs geht es mit 13, 14 Jahren schon nur darum, wen kann ich alles aus meiner Klasse ficken? Und den Weibern geht's darum, wie sehe ich aus wie die größte Nutte? Und von wem kann ich gefickt werden? Und das auch. Wie kriege ich am schnellsten meine Jungfräulichkeit los und am Ende lande ich mit 16 schwanger zu Hause bei meiner Familie und werde von allen gehabt. Und bist dabei der nächsten Mitten im Leben Folge bei RTL. Das auch. Ja, teilt gut, das ist diese Meinung. Das
Naja, das sind halt auch so. Ich habe jetzt nicht so einen Kontakt zu der jüngeren Generation. Das Einzige, also ich habe einen Cousin, der jetzt 13 Jahre alt ist. Und der ist absolut nicht so. Also der ist halt, kann man fast sagen, so eine Mini-Version von mir. So halt, also interessiert sich für interessiert sich für Videospiele und hat halt irgendwie so, ist halt gut in Mathe, schlecht in Deutsch und ja. Ja, das sind halt diese einzelnen Nerd-Fälle, aber der Großteil ist halt momentan, finde ich persönlich, wenn ich rausgehe, also ich würde jetzt, es geht nicht. Also ich würde jetzt auch da behaupten, das fällt halt einfach nur mehr auf, jetzt wo man halt selbst davon betroffen ist, von der Respektlosigkeit und hast nicht gesehen, man gibt da halt auch mehr Acht, aber ich meine, jetzt zum Beispiel, ich habe gehört, so zum Beispiel Teenager-Schwangerschaften sind über die Jahre zurückgegangen oder Alkoholkonsum, weil halt die Kinder tatsächlich in früheren Alter halt verhüten. Ja, nee, die werden halt eher aufgeklärt, ne, also. Das auch, ja, aber trotzdem. Also es ist jetzt nicht so, dass das halt alles schlecht ist, ne. Aber generell finde ich das halt auch so, also was ich so mitbekomme, so zum Beispiel, ich war jetzt, das ist schon ein paar Monate her, da saß ich halt im Zug. Und morgen, also das war halt zur Alter. Berufsschule. Also ich war zur Berufsschule, heißt eine Stunde früher als normal. Ne? Und da ist halt auch so die Zeit, wo irgendwie so die Studenten nach Bielefeld fahren und halt auch die Grundschüler und so fünfte, sechste, siebte, achte auch noch, dass sie halt auch mit dem Zug halt nach Bielefeld müssen. Ne? Und das habe ich dann so ein Gespräch halt mitbekommen. So, ja, ich habe hier das neueste Handy, bla bla, dann am Kopf. Ja, ich hasse meine Eltern, weil mir das nicht kauft. Und ich denke mir so, und die haben sich halt irgendwie so daran gemessen, wie geil sie sind, weil sie halt, wie geil ihr aktuelles Modell ist. Und ich denke mir nur so, ja, was hast du gemacht, dass du dieses Handy verdient hast? Weil ganz viele, also es ist zumindest mein Gefühl, ganz viele stellen ihr Wert an den Marken, die sie haben. Das war aber früher auch schon oft. Ja, aber ja gut, das kann natürlich heute sein. Heute ist es wahrscheinlich schlimmer, weil es viel mehr hochwertigere Dinge gibt. Ja, und vor allem, weil auch viele Leute überhaupt den Wert wissen. Weil ich weiß, damals, als ich, keine Ahnung, 4, 5 Jahre alt war, da gab es so Marken wie Adidas und Puma, gab es nicht so wirklich in Deutschland. An die Sachen kamst du halt kaum ran. So. Und ich hatte halt meine Patentante, die war halt Amerikanerin zur Hälfte und ist halt relativ häufig in Amerika gewesen und hat mir halt immer so in Kinderklamotten halt so diese Markensachen mitgebracht, halt so von Adidas und so weiter. Ja? Und ich sag mal so, ich bin damals wirklich mit Adidas und Nike und so, bin ich halt nach drüben gegangen und wussten halt gar nicht, was das für Marken sind. Heutzutage denkt man sich so, irgendwie so, boah, Alter, was für Markenklamotten hat dieses Kind an, ne? Aber damals. Gut, ist das aus Kick oder was? Gut, dass Adidas und Puma rein deutsche Marken sind, finde ich gut. Adidas und Puma sind doch in der. Aber hallo, die sind noch in der Hitlerzeit gegründet worden in Deutschland. Was? Ja, also Adidas ist vor allem DAX-Unternehmen, hallo. Und Puma ist doch der Kleine, der Bruder von Adidas hat doch Puma gegründet. Also mir wurde auf jeden Fall, also meine Eltern haben mir auf jeden Fall erzählt, als wir da mal drüber gesprochen haben, dass man solche Klamotten, also die Marken, die ich hatte, ich weiß, also es waren auch auf jeden Fall Adidas und Nike mitunter dabei, aber dass man diese auf jeden Fall nicht so häufig in Deutschland gefunden hat. Adidas AG mit Sitz in Herzogenaurau, was? Ist Herzen ein deutscher genau. Sportartikelhersteller mit den Marken Adidas, Reebok und TaylorMade. Seit 1998 notierte das Unternehmen im DAX. Huh. Oh. 3 Jahre nach meiner Geburt. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich viele Klamotten aus Amerika bekomme, nicht in Deutschland vertreten. Ja. Ja. Okay. Gut. Okay, also ich glaube, da ich Mossi nicht so ficken will,
Müssen wir die Folge mal langsam beenden, oder? Warum hast du noch was, um ihn zu ficken? Nee, aber ich hab noch was anderes vor. Hä? Mit euch. Alles klar, oh, okay. Gott. Ich wollte eigentlich sobald die Aufnahme beendet, das ausgehört zu haben. Weg von dir. eine Sache möchte ich noch reinwerfen. Center Shock. Boah, waren die damals geil. Alter, die haben 5 Cent gekostet damals. Heute 20. Oh ja. Sauer macht lustig, auf jeden Fall. Das ja gut, okay. Diese, wie viel kannst du auf einmal in den Mund nehmen? Oh ja. Ich habe meinen Center Shock geklaut. Wow, krass, also. Ja. Das war auch früher bei uns im Kiosk, da in der Mittagspause die ganz, ganz coolen, ja, ist Happy Hour beim Kiosk und haben dann halt irgendwie, sind dann irgendwie mit 10 Mann da reingerannt. Und haben sich einfach irgendwie so viel wie möglich in die Tasche gesteckt und sind halt so ganz schnell wieder rausgelaufen. Und derjenige, der erwischt worden ist, war halt gefickt. Ne? Aber die anderen 9 hatten dann halt ihr Mittagessen dadurch geklaut. Ich verstehe nicht. Wenn das jedes Mal Happy Hour ist, tut der Besitzer nichts dagegen. Ja, weil das war halt die Mittagspause, ne? Das war halt so, ne, entweder die Leute sind halt, bevor der Bus gekommen ist, halt auch irgendwie was Süßes geholt, oder halt die Leute haben sich fast für die Mittagspause geholt. Geklaut. So, und ich hab's tatsächlich gekauft, ne, also. Wow. Hätte mich auch gewundert, wenn du was geklaut hättest. Naja, so assi bin ich nicht. Vor allem der Kiosk gehörte einer älteren Dame und ihrem. Ja, und der Sohn war halt auch schon um so um die 50, 60 Jahre alt. Und auf die hast du gestanden? Ja. Ach so. Okay, und das war's hier mit rausgebaut. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schreibt Themen in die Kommentare. Haut rein, Leute. Ciao. Tschüss. Tschüss.